44% Dividendenwachstum im Jahr 2024. Das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Ja, das kann natürlich sein, dass es langfristig so ist, aber 44% Dividendenwachstum hießen ja auch, dass sich die Dividende je Aktie in einem Zeitraum von 2 Jahren circa verdoppeln würde. Trotzdem haben wir ein Unternehmen entdeckt, das zumindest das operative Fundament darauf stellt, dass 44% Dividendenwachstum möglich oder zumindest realistisch sein könnten. Welches Unternehmen das ist, welche Aktie das ist und wie sie bewertet ist, die Antworten folgen zugleich. Mein Name ist übrigens Vincent Uhr, ich bin Chefredakteur der Aktienwelt 360 und mit von der Partie ist heute Florian König. Hi Flo. Servus Vincent. Ja, die Aktie ist spannend, gell? Und sie kommt auch ab und zu mal auf unseren Kanal immer wieder. Genau. Ich Ein freue mich, da Evergreen. wieder über dich drüber zu sprechen, weil es ist schon immer spannend, einen Blick ins Portfolio zu werfen und zu schauen, bei welchem Unternehmen können denn die höchsten Wachstumszahlen im nächsten Jahr auf Basis der Dividende stattfinden. Und ja, ich glaube, das ist ein Unternehmen, die liegt bei uns beiden im Portfolio und zeigt wahrscheinlich die größte Dividendensteigerung nächstes Jahr. Ja, das glaube ich auch. Und du hast recht, wir haben sie beide im Portfolio. Das weiß ich noch aus den letzten Videos. Aber fangen wir vielleicht am besten einfach mal an. Und wir nähern uns zumindest in dem Unternehmen. Doch bevor wir uns dem Unternehmen nähern können, müssen wir noch einen Blick auf den Disclaimer werfen. Wir werden heute ein Unternehmen besprechen, das die Dividende unserer Meinung nach erhöhen wird. Trotzdem ist es keine Empfehlung und auch keine Anlageberatung, dass ihr die Aktie kaufen solltet. Wir werden auch auf die Risiken eingehen und natürlich auch auf die Chancen und die operative Stärke. Aber wir können euch natürlich keine Empfehlung geben, weil wir euch und euer Portfolio nicht kennen. Generell empfehlen wir euch, dass ihr am besten ein möglichst diversifiziertes Portfolio aufbauen sollt, mit Dividendenwachstumsaktien, mit anderen Aktien, mit anderen Assets, wie es eurer Chance und Risikoneigung entspricht. Und ja, wenn ihr das, was in diesem Disclaimer steht, beachtet, dann glauben wir, dass ihr sehr, sehr viel richtig macht. So, Flo, aber nähern wir uns jetzt dem Thema, vielleicht zumindest erstmal dem Dividendenwachstum allgemein. Genau, also eine Dividende muss verdient werden. Das heißt also, soll da auch eine gewisse Umsatzsteigerung da sein. Der Gewinn sollte nach oben gehen und auch der Free Cashflow. Nur dann ist es sinnvoll, auch die Dividende nachzuziehen. Wir haben jetzt ein Unternehmen mitgebracht, ein dänisches, wo wir jetzt gemeinsam überlegen, steigert das Unternehmen um 10%, um 20%, um 30% oder doch um 40% oder doch um 50%. Haben wir da einen gewaltigen Boost und Sie können noch mehr zulegen. Vincent, was meinst du? In welchem Lager bist du aktuell unterwegs? Ja, das ist die Frage, ne? Also ich glaube, dass das Unternehmen schon in der Vergangenheit sehr häufig die Dividende so erhöht hat, wie in etwa auch der Gewinn je Aktie gestiegen ist. Das sieht man Und hier schön. naja, ganz genau. Vielleicht, wir haben die Katze jetzt quasi aus dem Sack gelassen mit den Zeichen der nächsten Folie. Das Unternehmen, um das es geht, ist Novo Nordisk, ne? Also Novo Nordisk ist im Moment auf der Erfolgsspur. Es ist seit Jahren auf der Erfolgsspur. Die Wachstumsziele werden immer wieder übertroffen. Der freie Cashflow wächst, der Gewinn wächst und die Dividende je Aktie wächst. Und Flo, du hast uns eine super Grafik mitgebracht, die eigentlich vor allem sehr schön zeigt, dass das Dividendenwachstum mit dem Gewinnwachstum in der Vergangenheit bei Novo Nordisk eigentlich immer sehr gut korreliert hat, ne? Ja, man sieht es schön, wenn man hier die dunkelblaue und die rote Linie betrachtet, dass eigentlich seit 2017 laufen die parallel. Also ist die Korrelation fast 100%. Aber ja, man sieht schön, wenn der Gewinn steigt, wird die Dividende auch nachgezogen. Free Cashflow, sagen wir ja auch immer, ist eine wichtige Basis, sollte man sich auch anschauen, aber der ist nicht so stabil. Man muss im einen Jahr mal mehr investieren, im anderen Jahr weniger. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Immobilie kauft, muss man auf einen Schlag mehr investieren, aber im anderen Jahr kauft man wahrscheinlich nicht noch eine zweite. Und hier sieht man, dass halt der Gewinn die richtige Orientierung ist. Und gerade in den Jahren seit 2017 klappt das ganz gut bei Novo Nordisk. Und in den Jahren davor lief es eigentlich auch durchaus immer parallel. Und jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wie ist der Gewinn bisher gelaufen? Wo kann er am Ende des Jahres stehen? Und dazu haben wir mal die Zahlen der ersten 6 Monate mitgebracht. Und hier sieht man schön, der operative Gewinn ist währungsbereinigt um 32% gestiegen. Das ist schon ein richtig guter Anstieg und der Gewinn die Aktie ist um 44% gestiegen. Das müsste eigentlich die erste Orientierung sein, wenn man auf die Dividende schielt und überlegt, wo könnte die Dividende nächstes Jahr stehen. Aber 44%,
Das ist eine Hausnummer und Novo ist eigentlich auch konservativ. Deswegen glaube ich persönlich nicht dran, dass wir die 44% sind. Wie siehst du es? Nein, das glaube ich auch. Im Endeffekt, Novo Nordisk schafft wirklich Wachstumsraten in den letzten Jahren, die beeindruckend sind. Dieser Wert, der ist ja deutlich höher auch als das Gewinnwachstum der letzten Jahre. Und wir sehen offensichtlich ein Jahr 2023, was dem Ganzen noch die Krone aufsetzt. Trotzdem hat Novo Nordisk seinen Fahrt aufgenommen. Und du hast es erwähnt, wir sehen auch das operative Ergebnis, das um 32% gewachsen ist. Wir sehen sogar ein Umsatzwachstum, das um 30% gewachsen ist. Das heißt, das Fundament, zumindest für ein deutlich höheres zweistelliges prozentuales Wachstum, könnte gegeben sein. Also wir wissen natürlich nicht, wie das Management denkt. Vielleicht wollen sie auch lieber reinvestieren oder vielleicht auch einen gewissen Anteil in Aktienrückkäufe investieren und vielleicht diese Basis stärken anstatt die Dividende. Aber wir sehen, dass trotzdem das Wachstum so stark ist, dass voraussichtlich sehr viel Geld für Aktienrückkäufe und die Dividende möglich sein sollte. Und das Management gibt auch einen Ausblick auf Basis des Umsatzes und des operativen Ergebnisses, natürlich währungsbereinigt. Umsatz soll 27 bis 33% steigern, zulegen im Jahr und das operative Ergebnis 31 bis 37%. Also man möchte diese guten Zahlen wahrscheinlich nochmal übertreffen in der zweiten Jahreshälfte, was ich super spannend finde. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen die Orientierung, glaube ich, wo wir am Ende landen werden. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, Novo kauft auch kräftig eigene Aktien zurück. Wir haben es gesehen, dass der Gewinn je Aktie deutlicher gestiegen ist als das operative Ergebnis. Das liegt an Aktienrückkäufen, das liegt an einer bisschen niedrigeren Steuerquote und es liegt an dem, dass man die Liquidität, die man auf der Bilanz hat, wieder besser verzinst bekommt. Aber unterm Strich muss man sagen, Novo gibt viel Geld an ihre Aktionäre zurück und auch fürs Jahr 2023 haben sie wieder eine kräftige Steigerung in Aussicht gestellt. Ob sie das 24 übertreffen können, glaube ich schon, aber es werden wahrscheinlich keine 44% sein. Das glaube ich auch. Wir sehen ja auch im Endeffekt, dass die anderen Kapitalrückführungen oder auch die Zwischendividende, dass sie auch jetzt nicht so stark gewachsen ist, wie es das bisherige Gewinnwachstum ermöglicht hätte. Also die Interim-Dividende ist ja von 10 Kronen auf circa 13 gestiegen. Das sind ungefähr 30% Dividendenwachstum. Vielleicht ist das auch irgendwo so ein Indikator dafür, was das Management grob im nächsten Jahr vorhaben wird. Ich glaube, das ist eine ganz sinnvolle Orientierung. Was man noch sagen muss, man hat in den letzten Jahren eine leichte Verschuldung aufgebaut. Die konnte man in den ersten Monaten dieses Jahres komplett abbauen. Man hat wieder eine Nettoliquidität. Man bekommt sozusagen wieder Zinsen. Und das Unternehmen steht weiterhin sehr stabil, steigert das operative Ergebnis, steigert den Free Cashflow. Also dahingehend ist die Basis gut für eine Steigerung. Jetzt die finale Frage. Wie hoch wird die Dividendenerhöhung ausfallen? Wir haben keine Glaskugel. Wir können im Prinzip nur auf Basis der fundamentalen Entwicklung eine Einschätzung machen. Und ich glaube, sie liegt zwischen 20 und 30%. Was sagst du? Das wäre auch mein Bauchgefühl. Also ich glaube auch nicht, dass das Management von Novo Nordisk, das ja wirklich eher häufig konservativ agiert, direkt mal 44% Dividendenwachstum raushaut. Damit würde man ja auch irgendwo eine Vorlage liefern, die wahrscheinlich im folgenden Jahr wieder zu einer Enttäuschung führen wird. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es so starkes Dividendenwachstum geben wird. Aber wir sollten uns vielleicht auch noch die Frage stellen, ob Novo Nordisk denn insgesamt interessant als Aktie ist. Und da hast du ja auf der linken Seite einmal die aktuelle Bewertung mitgebracht. Und da sehen wir auch, was das Dividendenwachstum denn eigentlich bedeuten würde. Also wir kriegen im Moment, wenn wir kaufen würden, 1,1% Dividendenrendite. Das heißt, selbst mit 20 oder 30% Dividendenwachstum würden wir voraussichtlich nicht auf 1,5% Dividendenrendite kommen. Die aktuelle Bewertung ist damit sehr, sehr, sehr ambitioniert und preist halt auch schon hohe Wachstumsraten mit ein. Das sehen wir auch an dem Kursgewinnverhältnis von über 43 oder auch der Free Cashflow-Rendite von 2,6%. Das heißt, Novo Nordisk preist schon ein, dass es deutlich zweistellige Wachstumsraten gibt. Nicht umsonst konnte die Aktie halt auch in den letzten Wochen, Monaten oder auch ein, zwei Jahren so signifikant an Wert zulegen.
Da bin ich ganz bei dir. Also bei der aktuellen Bewertung müssen sie wachsen. Sie haben Felder, wo sie wachsen. Also ich denke jetzt an diese Abnehmpille. Da habe ich eine interessante Schlagzeile vor kurzem gelesen, dass wenn dieses Medikament weiter vertrieben wird und das viele nehmen, sorgt das dazu für, ist das im Prinzip die Ausgangslage, dass auch Flugzeuge weniger Kraftstoff verbrauchen und man entsprechend die Umwelt schont, weil ja weniger Gewicht transportiert werden muss. Fand ich eine ganz interessante These, habe ich geschmunzelt. Aber ja, das ist im Prinzip der Hype, da sprechen viele jetzt drüber, ob das zu rechtfertigen ist, weil vor allem da noch andere Patente noch auslaufen. Wir hatten es mal thematisiert, und neue Medikamente nachwachsen müssen und noch nicht so cashflow-stark sind. Deswegen, ich gehe davon aus, dass wir hier aktuell faire bis leicht hohe Bewertungen vorfinden. Also das Unternehmen müsste eigentlich 20% jedes Jahr wachsen, um es zu rechtfertigen. Das werden sie schaffen, vielleicht über 2, 3 Jahre, aber sagen wir mal über 10 Jahre bin ich mir unsicher. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Fazit. Also wir sollten vor allem nicht nur auf das momentane Ergebniswachstum schauen. Wir sollten auch nicht auf das mögliche Dividendenwachstum schauen, sondern uns ist es wichtig, dass ihr auch ein Gespür dafür bekommt, wie ist die jetzige Bewertungslage, welchen Preis bezahle ich überhaupt für ein Unternehmen, das, was wir auch herausstellen wollten, ohne Zweifel wirklich hervorragend geführt ist. Aber der Preis ist auch unserer Meinung nach zumindest fair, vielleicht sogar ein bisschen hoch. Und das ist ein Problem, was bei der Aktie von Novo Nordisk im Moment zumindest der Fall ist, auch wenn es im nächsten Jahr voraussichtlich deutlich mehr Dividende geben wird. Flo, meinst du, das war ein gutes Schlusswort? Denke ich auch. Und jetzt haben wir ein gutes Unternehmen besprochen und wir freuen uns auch auf die nächsten guten Unternehmen, die wir besprechen. Das wird auf jeden Fall spannend. Wenn du es verfolgen möchtest, dann lass uns ein Like da, abonniere den Kanal und wir freuen uns auf die kommenden Videos. Bis später. Servus.